Gestern die zweite Runde eben und hier habe ich Gregor Gysi und Rainer Brüderle zusammengenommen, denn die beiden haben wirklich visuell verdeutlicht, dass sie gänzlich unterschiedliche Standpunkte haben. Hier seht ihr an diesem Standbild schon, wie sehr aggressiv die Gesten sind, die beide einander zusenden und wie intensiv beide Gesten auch sind. Wenn ich hier den Gregor Gysi nehme, wie groß er ist, man sieht Aktivität und Größe in den Bewegungen immer, wie hoch die Hände sind. Je höher die Hände, desto mehr Aktivität. Und jetzt schau mir an, wo der Gregor Gysi hat die Hände immer in Halshöhe oder vielleicht sogar in Kopfhöhe. Und auch noch der ausgestreckte Finger. Und auch der Rainer Brüderle, ja, der sehr viel Aktivität hier zeigt. Schau mal her da. Also ich kann hingehen, wo ich will. Da ist immer irrsinnig viel Aktivität einfach vorhanden. Und diese Aktivität verdeutlicht uns ganz einfach, da ist etwas Wichtiges. Ich will, dass ihr eure Geister auch bewegt. Auch Aggressivität dabei. Ich bin kein Freund von aggressiven Gesten. Allerdings ist es im Wahlkampf wichtig für das Hirn der Zuseher, um ihnen zu erkennen zu geben, da ist etwas, wo Aktivität gefragt ist, nämlich die Aktivität geht zu euren Wahlurnen. Ich will in Details jetzt gar nicht mehr eingehen. Insgesamt war mir wichtig, bei allen Analysen, die ich bisher gemacht habe, den Unterschied der Kandidatinnen und Kandidaten zu beweisen. Und es geht gar nicht so sehr um eine einzelne kleine Augenzuckung oder eine Mundwinkelzuckung, sondern man muss immer das große Gesamte sehen. Insgesamt beide hier sehr viel Aktivität und für ihre Oppositionsrolle durchaus wichtig. Was beide nicht haben in diesen Rollen, ist staatsmännisch sein. Also keiner von beiden würde man wahrscheinlich auf einem EU-Gipfel sehen wollen mit diesen Gesten und diesen Mimiken, denn da geht es einfach um Stabilität und um Sicherheit auszustrahlen. Allerdings in der Oppositionsrolle machen beide hier einiges sehr richtig.